Hi zusammen, Hannes hier von notebooksbilliger.de und ich habe hier für euch das Alcatel Idol 4S. Und ja, das Gerät auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges Smartphone, vor allem, also auch von der Ausstattung her wirklich ordentlich Power drin. Und schauen wir uns mal die technischen Daten an, denn wir haben hier einen Qualcomm Snapdragon 652, das ist ein Octa-Core 64-Bit-Prozessor. Dazu kommen 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher. Das Ganze kann erweitert werden per MicroSD-Karte mit bis zu 200 GB, beziehungsweise später, sobald größere Karten verfügbar sind, gehen dann auch mehr als 200 GB. Und ansonsten haben wir hier ein 5,5 Zoll Display mit 2560 x 1440 Pixeln Auflösung. Und das Ganze noch mit Dual-SIM zusätzlich. Also sprich, ihr könnt das Ganze auch mit 2 SIM-Karten betreiben und wirklich schon sehr schön. Wir schauen einmal fix rundherum. Wir haben einmal hier den Power-Button, wirkt so ein bisschen angelehnt an die Sony Xperia Z-Reihe. Also das Z3 beispielsweise hat ja auch diesen kleinen runden Power-Button an der Seite. Dazu hier oben einmal die Lautstärke-Wippe. Auf der Rückseite eine 16-Megapixel-Kamera, Blitz dazu natürlich. Und ansonsten sehen wir hier nicht viel mehr. Allerdings, die Rückseite übrigens ist auch aus Glas, auch aus Gorilla-Glas wie die Front. Und auf der linken Seite haben wir hier einmal noch den Power-Button und dann hier noch den SIM-Karten-Einschub, wo dann beide SIM-Karten auf einmal reinkommen. Das ist eben so ein Dual-Slot letztendlich. Auf der Oberseite einmal noch den 3,5 mm Klinkenanschluss und mehr haben wir hier auch schon nicht mehr. Ja, was die Alcatel so ein bisschen ausmacht, ist auch die Software, die hier drauf installiert ist. Denn so rum gehört das Gerät. Normalerweise, wir sehen hier oben, ist die Frontkamera, übrigens 8 Megapixel, habe ich ganz vergessen. Und wir haben Stereo-Lautsprecher an der Front. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr könnt das Gerät so halten, wie ihr wollt. Also sprich, der Homescreen passt sich an, zwar nicht seitlich, wie man sieht. Ja, ist es ausgegangen. Aber... Na? Jetzt. Genau, nochmal richtig rum. Und wenn wir es aber einmal auf den Kopf stellen, dreht er sich eben auch entsprechend rum. Das heißt, ihr könnt das Gerät wirklich in jede Richtung halten, wie ihr gerade wollt. Egal, wie ihr es aus der Tasche zieht, es ist immer richtig rum. Ja, dadurch, dass sich eben der Display entsprechend anpasst. Also, das ist auf jeden Fall schon eine interessante Sache. Was auch eine schöne Besonderheit ist hier beim Alcatel Idol 4S, ist, dass im Preis enthalten bereits eine VR-Brille ist. Also, sprich, ähnlich wie bei der Samsung Galaxy VR, könnt ihr eben einfach dann das Idol 4S in diese Halterung stecken und habt dann das Ganze als Virtual Reality Headset. Also eine coole Sache, ist direkt mit enthaltenem Preis und das kann sich wirklich sehen lassen. Gut, dann soviel erstmal zum Idol 4S. Weitere Daten, alles unten in den Videodetails, auch Link zum Blogbeitrag dazu und dann bis zum nächsten Mal.